Guten Morgen, Freunde, hier ist der LevisK1210 mit einer News für unsere 3D-Zocker da draußen. 3DS natürlich. Und zwar gibt es von Nintendo was geschenkt, und zwar Metroid Prime Blast Ball. Metroid Prime Blast Ball ist ein Spiel 3 gegen 3, Mehrspieler-Wettkämpfe kann man austragen. Ist kompatibel mit 3DS, 2DS, 3DS XL, glaube ich. Ja, ist das gleiche. Ist vor kurzem erst erschienen. Wird belegt. Folgende Speicherblöcke. 1500 ein paar zerquetschte. Ist ein First-Person-Shooter. Ja, 1 bis 6 Spieler können antreten, Freunde. Ja, das ist doch mal eine schöne Sache für 3DS-Zocker da draußen, die mal Metroid Prime zocken möchten. Und zwar Blast Ball, das Spiel. Gucken wir uns ein paar Bilder an. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, wir können uns durch die Welten kugeln. Ich habe leider kein 3DS, also kann ich es nicht testen, aber ich denke mal, ist eine interessante Sache. Eine spaßige Sache. Man kann auch Amiibos benutzen. Und für 3DS-Zocker, ich hoffe, diese News hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.